Steinbaulandschaft des Médoc scheint zeitlos. Vor 50 Millionen Jahren war das Aquitanische Becken eine weite Wasserfläche. Das Wasser ging zurück und hinterließ Sedimente im Médoc. Bodenschätze sind hier Sand, Kies, Ton und Kieselsteine. Das Médoc liegt entlang des 45. Breitengrads zwischen Atlantik und Gironde-Mündung. Das Klima ist gemäßigt und weist Schwankungen besonderer Art auf, ohne die man keinen großen Wein und keine großen Jahrgänge erzeugen könnte. Man braucht viel Geduld und Begeisterung, um einen großen Wein zu erzeugen. So arbeiten die Winzer jeden Tag daran, das Geschenk der Natur zu optimieren. Geduldig beobachten sie die Entwicklung ihrer Weinberge und bringen sie dazu, ihr Bestes zu geben. Der Rebschnitt ist die erste Arbeit im Weinjahr. Er beginnt im November. Nur durch richtigen Schnitt lässt sich der Ertrag begrenzen. Im Frühling schlagen die ersten Blätter aus. Man pflügt den Fuß des Rebstocks frei, damit er Luft bekommt. Das Geschein mit seinen winzigen Blüten verströmt einen feinen Duft. Später wird die Rebe hochgebunden, damit viel Sonne an die Pflanze kommt und sie gut belüftet wird. Beim Gipfeln werden die jungen, nach oben wachsenden Triebe zurückgeschnitten, damit sie nicht zu stark wuchern und zu viel Nährstoff verbrauchen. Beim Ausgeizen werden unnütze Triebe und Wasserschosse entfernt. Mit dem Laubschnitt wird der Winterschnitt vervollständigt, indem man die Geiztriebe und auch einige der sich jetzt bildenden Trauben kappt. Mitte August nehmen die grünen Beeren langsam ihre rote Farbe an. Dann beginnt die Traubenreife. September ist die Zeit der Weinlese, der Höhepunkt des Weinjahrs, wenn endlich die Arbeit eines ganzen Jahres belohnt wird. Die Lesehelfer schneiden jede Traube einzeln ab und füllen ihre Körbe, die dann in eine Traubenbütte geleert werden. Das Traubengut kommt im Keller an. Man trennt die Beeren von den Stielen. Durch das Mahlen der Beeren wird der Most freigesetzt. Der Most wird mit den Beerenschalen in Gärtanks gefüllt. Durch die Hefe wird der Zucker in Alkohol umgewandelt. Dieser Vorgang ist die Gärung. Im Laufe der Gärung wird der Most regelmäßig unten am Tank abgezogen und umgepumpt. Der Most ergießt sich dabei von oben auf die Maische aus Beerenschalen und entzieht ihnen so Farbstoffe und Gerbsäure. Im Fass oder im Tank macht der junge Wein eine zweite Gärung durch, die man auch als biologischen Säureabbau bezeichnet. Dabei wird der Wein weicher, denn die natürlicherweise in den Trauben enthaltene Apfelsäure wird in Milchsäure umgewandelt. Dann kommt der wichtigste, fast magische Augenblick, die Zusammenstellung der Weine. Im Médoc stellt jeder Kellermeister seinen Wein aus verschiedenen Rebsorten zusammen, die jede ihre speziellen Eigenschaften einbringen. Cabernet Sauvignon wird im Médoc am meisten angebaut. Diese Rebsorte sorgt für Finesse und Komplexität. Der frische, runde Merlot macht den Wein fruchtig. Der feine und elegante Cabernet Franc ergibt eine glänzende Farbe und ein aromatisches Bouquet. Petit Verdot rundet mit frischer Säure alles ab. Die in geringeren Mengen eingesetzten Rebsorten Malbec und Carmenère ergänzen die Aromapalette. Kellermeister und Gutsherr nehmen gemeinsam mehrere Verkostungen vor, um zu entscheiden, in welchem Verhältnis welche Rebsorten aus den einzelnen Parzellen zusammengestellt werden. Dann baut der Wein noch weitere 16 bis 18 Monate aus.
Der Wein wird in Eichenfässer abgefüllt. Der Sauerstoff der Umgebungsluft dringt durch das Holz ein und baut die Gerbsäuren ab. Besondere Geschmacksnoten aus dem Eichenholz gehen auf den Wein über. Während des Ausbaus sinken die im Wein noch enthaltenen Trubstoffe auf den Fassboden ab. Durch das Abstechen der Fässer trennt man den Wein von den Trubstoffen. Nach dem letzten Abstich muss der Wein geschönt werden. Im Médoc verwendet man traditionell Eiweiß dazu. Mit dem Abfüllen auf Flaschen ist auch die Weinbereitung beendet. Jetzt kann der Wein licht- und wärmegeschützt heranreifen. Die Farbe nimmt einen ziegelroten Schimmer an. Das Bouquet öffnet sich. Säure und Gerbsäure mildern sich. Der Wein wird harmonisch und komplex. Jedes der 8 Anbaugebiete im Médoc weist besondere Merkmale auf und hat seine Anhänger unter den Weinfreunden in aller Welt. Seit jeher stehen die Namen dieser Anbaugebiete für großartige Weine. Man kennt sie auf allen Kontinenten und ihr Ruf eilt ihnen voraus. Vielfalt der Aromen für die Herkunftsbezeichnung Médoc. Köstliches aus dem Haut-Médoc, genießerische Margaux-Weine, intensive Großzügigkeit in Mouliez, ein Hauch von Ewigkeit für den Lestrac, wahre Elixiere aus Saint-Julien, Harmonie der Besten in Pauillac und geheimnisvolle Milde in Saint-Estèphe. Grand Cru Classé von 1855, Cru Bourgeois, Cru Artisan, andere Cru-Weine der Winzergenossenschaften. Dank dieser einmaligen Art der Klassifizierung der Weine kann sich der Weinfreund rasch mit der ungewöhnlichen Vielfalt der Médoc-Weine vertraut machen. Neben dem weinanbauenden Médoc gibt es noch ein anderes Médoc. Über fast 80 Kilometer Länge bietet die Halbinsel Médoc am Atlantik wunderbare Strände aus feinem Sand, sonnige Süßwasserseen und malerische Häfen entlang der Gironde-Mündung. Im Westen des Weinbaugebiets bildet der balsamisch duftende Kiefernwald eine Oase der Ruhe für erholsame Wanderungen. Im Médoc gibt es zahlreiche schlossartige Weingüter und historische Stätten zu besichtigen, deren Baustil typisch für die Region ist. Médoc-Weine brauchen meist eine lange Reifezeit, doch einige offenbaren schon als junger Wein die großartige Aromapalette eines Qualitätsweins. Der wahre Weinfreund betrachtet zunächst die Farbe des Weins. Im Médoc deckt sie eine breite Palette von Rottönen mit violettem, bei älteren Weinen auch mit dunkelbraunem Schimmer ab. Dann widmet er sich dem Weinbouquet mit Aromen von Blüten, Waldbeeren oder Gewürzen. Sie vermischen sich harmonisch und sprechen nicht nur den Geruchssinn an. Am Gaumen offenbart ein Médoc-Wein seinen Körper, komplexe Gerbsäuren, die Harmonie der Aromen, die Ausgewogenheit seiner Struktur. Nach dem ersten Schluck füllen die Weinaromen den ganzen Gaumenraum aus. Ein Médoc-Wein ist der ideale Begleiter zu vielen Gerichten. Seine Fülle kommt mit hellen und dunklen Fleischsorten, mit Wild, mit Fisch in Rotweinsoße und mit Schnittkäse besonders gut zur Geltung. Doch über diese traditionellen Trinkempfehlungen hinaus lässt ein Médoc-Wein viel erfinderische Freiheit, um ihn zu genießen. Für jeden Augenblick im Leben gibt es einen anderen Médoc.